2021 ist das Jahr der Orgel. Wir möchten dieses Jahr nutzen, um das Instrument von der Empore herunterzuheben und in den Blickpunkt zu stellen. Wir haben zwei Orgelbaukästen erworben, mit deren Hilfe man eine spielfähige Kleinorgel mit einer Schulklasse in etwa 40 Minuten zusammenstecken kann. Der Aufbau der Orgel beginnt mit dem Zusammenbau des Gestells. Dazu sind diese Teile vorgefertigt und müssen noch mit diesen Leisten verbunden werden. Die Dübel werden mit der glatten Seite in die Bohrung eingesteckt. Als nächsten Arbeitsschritt empfehle ich den Einbau des Magazinbalgs im unteren Bereich. Unter dem Magazinbalg ist eine Öffnung, in die die Windzufuhr durch dieses PE-Rohr erfolgt. Anschließend können wir auf diese Stifte die Klaviatur einhängen. Die richtige Reihenfolge der Tasten ergibt sich durch ein Dreieck, was auf die Tasten aufgezeichnet worden ist. Anschließend werden die Tasten gesichert, dass sie beim Spiel nicht herausfallen können. Als nächster Arbeitsschritt folgt der Einbau der Windlade. Am hinteren Ende verbinden wir Balg und Windlade wiederum durch ein Rohr. Durch diese Abzugsdrähte stellen wir eine Verbindung her zwischen der Taste und dem Ventil. Die Tasten werden dann mit diesem Stab gesichert, sodass sie auch beim virtuosen Spiel nicht wieder aus den Drähten herausfallen. Um die Schleifen einlegen zu können, muss der Pfeifenstock von der Windlade abgehoben werden. Die Bohrungen müssen mit den darunter befindlichen Bohrungen in einer Position identisch sein. Dazu gibt es für unsere 24 Tasten 24 offene Pfeifen. Die Pfeifenmündung muss jeweils gegeneinander verdreht aufgestellt werden. Am Ende muss nur noch die Windversorgung angeschlossen werden. Zwei Schöpfbälge. Die Luft strömt unten in die Schöpfbälge ein und wird dann über das Rohr in den Magazinbalg gedrückt. Diese Orgelbaukästen kann man bei der Arbeitsstelle Kirchenmusik ausleihen.